Bezahlen. Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Sonntags, da sitzt in der Wirtschaft am Eck immer ein Falschdorfer ein. Bis gegen 12 checkt der Wirt tüchtig ein, dann wird das Taschengeld spärlich. Vorigen Sonntag nun brachte der Wirt Runde um Runde herein. Bis gegen 2 Uhr der ganze Verein fragte: Herr Wirt, sag uns ehrlich, wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, Pinke? Wer hat so viel Geld? Da saß ich solide und brav. Doch ich weiß mehr. Ich weiß mehr. Allein muss mir fehlen. Und dann werden tausend Menschen gern wahr. Ich weiß, wo schnell die Handreihe liegen.
Also, ihr habt mich gezwungen, mit nach Braunschweig zu fahren. Und ich wollte erst gar nicht, wäre ich mal nicht mitgefahren. Aber alleine wärt ihr ja nicht angekommen. Ich habe euch gefahren, ich habe euch wieder zurückgebracht. Jetzt sind wir in unserer Quasselbude. Und jetzt werdet ihr einen trinken und jetzt ist Schluss. Ich will von Arminia nichts mehr hören. So eine Trauertruppe. Nee. Hörte mal zu, ihr beiden. Auch du, Fritken. Es ist ja nun nicht so, als wenn das Spiel an mir vorbeigegangen wäre. Ich habe fürchterlich darunter zu leiden. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Also die ersten drei Tore, da dachte ich ja nun, sie machen 5, 6 Dinger davon, aber dann brachen die ja völlig zusammen. Also ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Jedenfalls, also es gibt nur eins, der Trainer muss weg und Kohlrabi muss auch weg. Das ist die einzige Lösung für den ganzen Verein. Also mehr sage ich dazu nicht. Und regt euch jetzt auch nicht auf, sondern lasst uns zusammen fröhlich sein. Ihr tut ja gerade so, als wenn ich der Einzige wäre, der sich nicht aufgeregt hat. Also ich habe es nur nicht so gezeigt. Aber was die da abgeliefert haben, dafür hätte ich jeden einzelnen Spieler in den Hintern treten können. Und vor allen Dingen den Trainer. Der steht an der Seitenlinie, der macht ja gar nichts. Der war ja selber konsterniert. Der war mit Nerven runter, als er das gesehen hatte. Nach dem 3-0, ist er bis in den zweiten Stock gesprungen. Ja, und das haben wir ja alle mitgemacht. Wir waren ja alle fröhlich und froh, dass das sowas mal passierte, dass Arminia mal und dann noch in 20 Minuten 3 Tore. Wann hat es das schon mal gegeben? Nein, also das war die Offenbarung. Das war der Offenbarungseid vom ganzen Verein. Der Kohlrabi muss weg, der Trainer muss weg und ob den Vorstand, den kannst du auch in der Tonne latschen. Das sind alles keine fußballbegeisterten Leute. Das sind Geschäftsleute, die haben keine Ahnung vom Ball. Die wissen nur, dass der Ball rund ist und dass er aufgepumpt werden muss. Und dann hört es bei denen auch schon auf. Also, jetzt ist mir das egal. Wir können es sowieso nicht ändern. Arminia wird absteigen, wenn sie die nicht rausschmeißen und einen neuen Trainer holen. Hoffentlich ist das nicht zu spät. Naja, nun lass uns trotzdem jetzt auf was anderes denken, an was anderes denken. Diesen Mist, den wollen wir mal vergessen. Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt. Ach, das wäre schwer, wenn ich nicht in meinem Herzen wüsste, dass du einmal zu mir sagst, ich liebe dich. Wär das Leben ohne Sinn für mich? Doch ich weiß mehr. Ich weiß es mehr. Einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Mädchen warten. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins.